Ernst RTL? Urinduschen? Ich meine, für Matze Pilami mag das ja vielleicht zu einem guten Wochenende dazugehören, aber ist das nicht ein bisschen hardcore? Wir wissen zwar nicht, welchen Fetisch euer Spieleerfinder hat, aber das ist schon arg übel, auch wenn's Jenny viel Spaß gemacht hat. Sowieso Jenny, gestern erstmalig von RTL ordentlich in Szene gesetzt, entpuppt sich so langsam als Leckermäulchen. Man muss ja heutzutage vorsichtig sein, wie man es sagt, aber sie hat alles geschluckt. Lieblingsspeise, alles was an verfaulte Eier erinnert, zum Beispiel pürierte Maden, lebendige pürierte Maden. Ansonsten waren die Leiden des jungen Negroni erheblich spannender als der Schnupfen des alten Ochsen. Und deshalb ist Uwes Ex auch raus. Und das, obwohl sie lange als Favorit galt. Genauso wie damals 2016 bei Promi Big Brother. Da hat's immerhin zu Platz 4 gereicht. Einer hat Nataschas Auszug gar nicht gefallen. Tina York, die putzige Cam-Friseurin, will nach Hause. Das wollen wir aber nicht. Und heute Abend wird sie deshalb wieder sitzen und hoffen, und dennoch wird ihr Wunsch nicht in Erfüllung gehen. So fängt das Camp an, langsam Spaß zu machen.